So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es ein kleines, sagen wir mal, anderes Video. Und zwar geht es nämlich heute um zwei Produkte, die ihr wahrscheinlich schon in der Zweitkamera seht. Und zwar geht es um zwei Produkte, die ich gesponsert bekommen habe. Danke nochmal an Ozawak von Amazon und auch an Intelligentes Technik. Beziehungsweise Meros heißt die an sich die Marke. Und zwar ist es einmal eine WLAN-Steckdose, eine Alexa-Steckdose und eine Xbox-Controller-Ladestation. Die habe ich beide gesponsert bekommen auf Anfrage. So, wir fangen jetzt mal an mit der WLAN-Steckdose. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal auf den Karton. Einmal die Spezifikation. Hier, wie man es installiert. Unten gar nichts und oben auch gar nichts. Da muss ich sagen, finde ich an der sehr gut, dass daran ein bisschen an die Umweltfreundlichkeit gedacht wurde. Und zwar, dass man da nicht sagt, wir gehen hier wie bei dem Produkt auf ganz viel Farbe, dass man die Verpackung einfach aus Hunderten heraussticht, sondern wir machen es so klein wie möglich im Karton, umweltfreundlich. Das finde ich mal sehr, sehr gut für Props an Meros. Uns kommt da direkt ein kleines Zettelchen entgegen. Das ist dieses kleine Zettelchen. Dann hier die Steckdose. Uiuiui, die ist aber ganz schön groß geraten. Und ja, hier oben sehen wir den Knopf. Wofür dieser Knopf gleich zu funktionieren ist, sehen wir dann nachher. Ja, wie gesagt, hier die Steckdose können wir auch immer zur Seite legen. Und dann muss ich sagen, das war's. Mehr ist hier nicht drin. Die Schachtel ist komplett leer. Kommen wir jetzt zum zweiten Produkt und zwar ist es dieses Controller-Stand für die Xbox. Hier vorne sehen wir ein Abbild davon, dann nochmal Controller-Charging-Stand. Hier zwei Bilder, dort zwei Bilder, was vorhanden ist da drin. Und hinten die Description davon. Erstmal gucken wir jetzt hier, was hier drin ist. So, die Box ist danach leer, nachdem man das rausgezogen hat. Ja, kommen wir direkt zum ersten, dem USB-Ladekabel. Da muss man, denke ich mal, eine Steckdose anstecken. Natürlich etwas älter, weil Micro-USB ist ja nicht mehr das Neueste. Aber reicht komplett aus. Dann holt man hier die beiden Akkus für die Xbox One, für den Controller. Ist auch nichts Besonderes, ist genauso groß wie die Batterien. Das Ganze zweimal. So, holen wir jetzt hier die Station an sich raus, worum es eigentlich geht. Sieht man hier vorne vielleicht ganz, ganz leicht. Und ich muss sagen, relativ leicht dafür, was hier für eine Stärke drin sein soll. Aber was ich direkt schon bemängeln kann, das war letztes Mal schon so, dass dieses, genau, das wackelt so ein bisschen. Aber ich meine, beim Spielen stört das nicht, weil das sogar leichter ist. So, und dann kann man den einfach hier nehmen, reinpacken. Fertig ist das Ding und dann lädt er. Das finde ich nämlich sehr, sehr komfortabel und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal an das Testen dieser beiden Produkte. Ich denke, dass jeder von euch weiß, dass die Xbox schon seit Jahren Batterien benutzt für ihre Controller. Und ich finde, das muss ich sagen, ein bisschen Abfuck, weil ja, es ist einfach viel zu schwer, viel zu globig und dann muss ich ständig neue Batterien kaufen. Und ich meine, wer von euch da draußen hat schon Bock, sich ständig neue Batterien zu kaufen und dafür unnütz viel Geld auszugeben? Hier schafft natürlich wieder die Firma, die mir das gesponsert hat und auch viele andere Firmen aus Fernost Abhilfe, weil Xbox das selbst nicht macht. Und zwar mit Ladestationen wie dieser hier von der Marke Ozawak. Eigentlich sollte die Xbox das ein bisschen abheben von der PlayStation, dass sie halt Batterien benutzt und die PlayStation halt Akkus. Ja, aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Produkt an sich. Der Aufbau ist hier ganz leicht. Nehmt die Ladestation an sich und steckt hinten das Mini-USB-Kabel rein. Das Kabel muss dann entweder an die Xbox oder an einen Adapter an die Steckdose. Um die Controller jedoch aufzuladen, müsst ihr eure alten Batterien herausnehmen und dort halt die neuen Akkus der Ladestation reinpacken. Um dann das genau dann aufzuladen, müsst ihr die Controller eben in diese neue Ladestation stellen und die Kontakte müssen sich dabei berühren. Ob die nun laden oder nicht, sieht man vorne an einer kleinen LED, die rot anzeigt, wenn die noch laden und grün anzeigt, wenn die Controller voll sind. 1200 mAh bieten die Akkus und Controller genug Zeit für ein paar Stunden Gaming an der Konsole. Das Aufladen hierbei braucht wie gesagt ca. 2 bis 3 Stunden, die Zockzeit hingegen liegt bei gerade einmal 25 bis 28 Stunden. Hört sich zwar viel an, ist aber in der Theorie bzw. in der Praxis nicht viel. Ich finde zudem, dass diese Ladestation sehr, sehr kompakt und modern gebaut ist, wodurch es auch gut in mein Zimmer passt, aber wodurch es auch gut in euer Zimmer passen könnte. Ich meine, es gibt diese ganz globigen, aber die hier ist schön kompakt gebaut, passt gut ins Zimmer und fällt nicht direkt auf. Und ihr habt eine Ladestation. Ich habe natürlich das Produkt bekommen, es zu testen und es nicht in den Himmel zu heben, weshalb ich jetzt auch zwei Nachteile euch erzählen muss von dieser Ladestation, wie ihr es wahrscheinlich schon wusstet. Einmal, dass die Ladezeit bzw. Die Spielzeit nicht ganz so hoch ist, beträgt nur 25 Stunden bis 28 Stunden. Aber
Damit schafft auch die Ladezeit Abhilfe, weil die Ladezeit liegt ja bekanntlich bei 2 bis 3 Stunden und die ist ja nicht so hoch, wenn man mal weggeht. Kann man diese ganz einfach laden, aber ja, ich finde es halt ein bisschen wenig. Das zweite Problem an dieser Ladestation stellt für mich der Akku. Der Akku liegt hinten nämlich im Gehäuse nicht ganz fest, wodurch er so ein bisschen wackelt. Aber ich meine, beim Spielen hat mich das bis jetzt noch nicht gestört. Und das stört, denke ich, insgesamt nicht, weil das nur so ein bisschen wackelt, wenn man dagegen kommt. Also wenn man den Controller schüttelt, wackelt das auch nicht. Aber es ist mir halt aufgefallen, was ich halt auch als Negativpunkt erzählen muss. Im Endeffekt kann ich nur sagen, dass sich diese Ladestation echt lohnt für den Preis vor allen Dingen. Ich meine, für 19 Euro kann man einfach nichts falsch machen. Aber ich würde sagen, wir kommen zur Steckdose, die euch wahrscheinlich am meisten interessiert. So, kommen wir jetzt zu dieser WLAN-Steckdose. Ich besitze ja mittlerweile schon 2 Steckdosen von der Marke TP-Link, wobei ich da sehr zufrieden bin zum einen, aber der Kritikpunkt ist halt der Preis. Ich will mit euch testen, ob sie wirklich eine Alternative für die Großen ist und was sie alles bietet, den ganzen Produktionsumfang und vor allem, ja, der Preis alle zuallererst. Eine kostet gerade einmal 16 Euro und ein Viererpack 50. Das ist im Gegensatz zu den anderen gar nichts. Da kriegst du 2 Stück zum Preis von einer TP-Link. Ob sich auch diese günstige Variante einer WLAN-Steckdose eignet für den täglichen Gebrauch oder auch für weitere Sachen, erfahrt ihr in diesem Video. Also als erstes muss man erwähnen, dass sie genau gleich funktioniert wie alle anderen Steckdosen für Alexa. Man sagt das ominöse Zauberwort, was ich gerade schon erwähnt habe, und dann den zugehörigen Namen und sie schaltet sich dann automatisch ein. Um sie jedoch zu installieren, muss man die Meros App im Play Store herunterladen, sich registrieren, was auch ein Kritikpunkt im Gegensatz zu den teuren ist. Denn bei den teuren muss man sich nicht registrieren bei der Marke. Ist vielleicht in der Hinsicht auch manchmal ein bisschen unsicher, aber ich gehe das Risiko ein. Müsst ihr mit euch selbst vereinbaren, ob ihr das auch möchtet. Dann verbindet man sich mit dem WLAN der Steckdose und benennt diese. Dann sollte man mit Hilfe der App die Steckdose mit dem WLAN verbinden. Habe ich jetzt hier ausgeblendet, mein WLAN, ne? So, und das war alles. Aber warte, wenn ihr natürlich mit dem ominösen Zauberwort machen möchtet, müsst ihr natürlich die auch mit der jeweiligen Alexa-App installieren bzw. verbinden. Dafür müsst ihr einfach in der App den Skill suchen, Meros, und diesen installieren bzw. aktivieren, sich dort mit den Daten einloggen, wo man sich vorhin registriert hat, das Gerät suchen und es wird innerhalb von 5 bis 10 Sekunden gefunden. Jetzt könnt ihr beispielsweise sagen, Alexa, Bett an. Also jetzt kommen wir zum Schlussfazit. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Steckdose lohnt sich für den Preis. Auf jeden Fall. Ich meine, was willst du für 16 Euro falsch machen? Die hat ungefähr die gleichen Fähigkeiten wie die größeren und auch wie die teureren. Negativpunkt ist halt, was ich dann halt auch wieder erwähnen muss, wie im ersten Produkt, dass man sich registrieren muss. Das müsst ihr mit euch selbst vereinbaren. Also für mich geht das vollkommen fit. Ich habe natürlich jetzt auch nur eine kurze Zeit diese Steckdose testen können, weil ich so schnell wie möglich dieses Video für euch raushauen wollte. Wie die auf längeren Zeitraum, vor allem mit Ausfällen und so weiter, reagiert. Was leider auch ein, zwei Mal mit der TP-Link passiert ist. Das kann ich euch erst in ein paar Wochen erzählen, wenn ihr das wollt. Damit haben wir diese beiden Sachen abgehakt. Nochmal danke an die beiden Firmen. Danke an euch, dass ihr mir sowas ermöglicht habt. Und ja, ich würde sagen, wir haben die 220 Abos gestern geknackt. Danke für alle. Und ja, es werden auf jeden Fall noch richtig coole Videos kommen. Und nochmal zu diesem Video. Es tut mir leid, dass ich in den ersten Sequenzen beziehungsweise in der Sequenz von der Controller-Ladestation ein bisschen, ja, verändert gewirkt habe. Ich habe mich einfach so konzentriert, dass ich dieses Ding durchziehe, dass ich das wirklich souverän rüberbringe. Es verändert ja nicht meine Persönlichkeit dahinter, bloß wie ich gesprochen habe und wie ich das rübergebracht habe. Ich hoffe natürlich, dass ich das für euch auch gut rübergebracht habe. Möglichst keine Fragen haben werdet, wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Mich würde es auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, denn hier war sehr, sehr viel Arbeit drin und es kommt nächste Woche noch ein besseres Video über dieses kleine Ding hier. Aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, lasst ein Like da und bis morgen, beziehungsweise bis mit Mittwoch zum FAQ. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.